Hallo zusammen und willkommen. Das wünschen sich viele von uns. Ein kleines medizinisches Hilfsgerät, welches auf Knopfdruck automatisch alle gesundheitlichen Beschwerden beseitigt. Das klingt nach Wunschdenken? Nicht in der traditionellen chinesischen Medizin. Nur ist der Knopfdruck in Wirklichkeit ein Fingerdruck und nennt sich Akupressur. Was genau Akupressur ist und wie du sie bei deinen Händen anwendest, erklären wir dir im heutigen Video. Viel Spaß! Akupressur und Reflexologie kurz erklärt. Akupressur hat seine Wurzeln in der traditionellen chinesischen Medizin, die kurz TCM genannt wird. In dieser sind Krankheiten ein Ungleichgewicht, eine Stauung oder ein Mangel an Energie, die durch unseren Körper fließt. Gesund ist demzufolge derjenige, dessen Energie im Gleichgewicht ist und sie frei fließt. Die weiblichen Yin- und die männlichen Yang-Energien müssen im Gleichgewicht sein. Zudem muss auch die Lebensenergie, das sogenannte Qi, frei im Körper fließen können. Qi fließt durch alle Organe des Körpers. Es gibt jedoch 12 Hauptleitbahnen, die den Körper und die Organe mit Energie versorgen. Um das Qi in den Meridianen anzuregen, gibt es viele verschiedene Methoden. Beispielsweise Akupunktur, Schröpfen, Yin-Yoga oder Akupressur. Bei der Akupressur wird ein bestimmter Punkt leicht massiert, um ein weiter entferntes Organ zu beeinflussen. Ein ähnliches Konzept verfolgt die Reflexologie. Für diese legte am Anfang des 20. Jahrhunderts der amerikanische Forscher Dr. Fitzgerald den Grundstein. Anschließend entstand die bekannteste Therapieform der Reflexologie, nämlich die Fußreflexzonenmassage. Bei dieser werden bestimmte Teile des Fußes massiert, um Beschwerden zu lindern. Im Grundprinzip funktioniert Reflexologie wie Akupressur, nur dass der Übertragungsweg Nervenbahnen und keine Meridiane sind. In der Reflexologie werden bestimmte Punkte oder Zonen stimuliert, um elektrische Impulse über die Nervenbahnen zu den Organen zu leiten. Akupressur und Reflexologie sind sehr ähnlich. Die Hände spielen bei beiden Therapieformen eine große Rolle, denn schließlich müssen die Finger die Punkte massieren. Doch auch die Hände an sich haben viele Punkte, die deinen Körper beeinflussen. Wie du die Punkte an deinen Händen massierst, erfährst du in Kürze. Widmen wir uns aber erstmal dem Thema, wie wird Akupressur angewendet. Bevor du die Techniken und Punkte kennenlernst, solltest du sicher gehen, dass du nicht anfällig für die Bildung von Blutgerinnseln bist. Manche Krankheiten erhöhen das Risiko, Blutgerinnsel zu bilden. Schwangere Frauen können Akupressur und Reflexologie ohne Bedenken anwenden. Bei Akupunktur ist allerdings Vorsicht geboten. Akupunktur kann nämlich zu Kontraktionen führen. Kontraktionen sind das Zusammenziehen von Muskeln, was zu vorzeitigen Wehen führen kann. Vor der eigentlichen Massage solltest du dir ein Handtuch suchen, das du unter deine Hand legen willst, während du sie massierst. Je nach Belieben kannst du Massageöl verwenden. Es ist allerdings nicht notwendig. Falls deine Hände kalt sind, kannst du sie kurz unter warmes Wasser halten. Zum Drücken und Massieren verwendest du deinen Daumen und Zeigefinger. Die meisten Punkte kannst du mit kleinen kreisenden Bewegungen massieren. Erhöhe dabei so lange den Druck, bis du das Gefühl hast, tief genug unter die Oberfläche eingedrungen zu sein. Leichte Schmerzen beim Drücken empfindlicher Punkte sind normal. Wenn die Punkte nach der Behandlung noch leicht wehtun, ist das ebenfalls normal. Kommt es allerdings zu stärkeren Schmerzen, solltest du die Behandlung abbrechen. Ebenso verhält es sich mit Rötungen. Leichte Rötungen sind normal, kommt es allerdings zu Ausschlägen oder bleiben die Rötungen über eine lange Zeit, sollte die Behandlung ebenfalls abgebrochen werden. Kommen wir nun zu 4 Akupressurpunkten, die du auf deiner Handfläche finden kannst. Punkt Nummer 1, der LI4. Der LI4 ist einer der bekanntesten Akupressurpunkte und wurde von einigen Forschern untersucht. LI steht für Large Intestine, was Englisch für Dickdarm steht. Der chinesische Name beschreibt auch die Lage des Punktes. Der Punkt liegt auf dem Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger. Er sollte in Richtung Zeigefinger massiert werden. LI4 kann massiert werden, um Kopfschmerzen, Schwindel, Augenschmerzen und Probleme mit den Gesichtsmuskeln zu beseitigen. Das Drücken dieses Punktes hilft bei Entzündungen und Infektionen. Verdauungsprobleme können dadurch ebenfalls gelindert werden. Viele Menschen nutzen diesen Punkt, um sich im Allgemeinen von Schmerzen zu befreien. So konnte in mehreren Studien nachgewiesen werden, dass alle Phasen der Wehen bei der Geburt weniger schmerzhaft waren, wenn vorher der Punkt LI4 stimuliert wurde. Das zeigt in jedem Fall die schmerzlindernde Wirkung dieses Punktes. Einige Studien belegen sogar, dass sich die erste Phase der Wehen verkürzt. Eine kleinere Studie von 2010 untersuchte den Effekt einer LI4-Massage auf Verstopfung. Nach 6 Wochen berichteten 94% der Patienten weniger Verstopfung zu haben. Punkt Nummer 2, der P6. Der Punkt P6 wird auch Naiguan genannt, was so viel wie inneres Tor bedeutet.
Der Punkt befindet sich auf der Innenseite des Unterarms. Er ist ca. 3 cm vom Handgelenk entfernt und liegt mittig. Wenn du diesen Punkt massierst, kannst du Atemwegsbeschwerden lindern. Eine Massage des P6 sorgt dafür, dass du besser und tiefer einatmest. Er soll auch bei Depression und Schwindel helfen. Du kannst diesen Punkt aber auch nutzen, um Magenbeschwerden zu lindern. Mehrere Studien bestätigen, dass das Drücken dieses Punktes die Übelkeit und das Erbrechen nach einer Anästhesie lindert. Dasselbe Phänomen konnten Forscher übrigens auch bei Hunden nachweisen, die über dieselben Akupressurpunkte verfügen wie wir. Punkt Nummer 3, der HT7. Der Punkt Heart 7 bedeutet auf Chinesisch Shenmen, was mit Tor zum Geist übersetzt werden kann. Der Punkt befindet sich auf der Innenseite des Unterarmens auf der Sehne, die zum Daumen zeigt. Er befindet sich direkt unter dem Handgelenk. Diesen Punkt kannst du nutzen, um dich von emotionalen Problemen und Stress zu befreien. Er hilft dir zudem bei Herz- und Brustbeschwerden. Eine Massage des Punktes HT7 kann dir auch bei Schlafproblemen helfen. Eine Studie mit 25 Teilnehmern, die Schlafprobleme hatten, untersuchten den Effekt einer regelmäßigen Massage des HT7. Nach 2 Wochen hatten 15 Patienten weniger Schlafprobleme. Derselbe Versuch mit Krebspatienten kam sogar zu einem noch höheren Ergebnis. 11 von 14 Versuchsteilnehmern konnten besser schlafen, wenn der Punkt HT7 regelmäßig stimuliert wurde. Punkt Nummer 4, der EX25. Der EX25 gehört zu den besonderen Punkten, die keinem Meridian zugeordnet ist. Lu Zhen ist chinesisch und bedeutet übersetzt auf das Kissen gefallen. Tatsächlich hat dieser Punkt auch eine dementsprechende Wirkung. Schmerzen können gelindert werden, sodass sich der Betroffene fühlt, als hätte er sich auf ein weiches Bett gelegt. Der Punkt EX25 ist bekannt für seine positive Wirkung auf einen steifen Nacken. Dabei sollte immer die entgegengesetzte Seite massiert werden. Das bedeutet, wenn die Schulter- oder Nackenschmerzen auf der linken Seite sind, muss der Punkt EX25 der rechten Hand bearbeitet werden. Während der Akupressur des Punktes solltest du den Kopf leicht kreisen, damit sich dein Nacken lockern kann. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass du mit Fingerspitzengefühl die Sinne schärfen kannst. In der Reflexologie sind bestimmte Zonen der Handfläche für eine stimulierende Wirkung auf bestimmte Organe zuständig. Es muss also nicht ein kleiner Punkt, sondern eine ganze Zone massiert werden. Die Finger sind so eine Zone. Jeder Finger stimuliert einen anderen Sinn. Die Daumenspitze soll einen positiven Einfluss auf das Großhirn haben. Zudem kann durch eine Massage dieser Reflexzone die Mundhöhle, die Hypophyse und die Zirbeldrüse beeinflusst werden. Die Fingerspitzen des Zeige-, Mittel- und Ringfingers beeinflussen die optische Reizverarbeitung. Der Daumen beeinflusst das Herz und die Lunge. Bei Atemproblemen oder Schwindel kann eine Massage dieser Zone helfen. Mit einer Massage des Zeigefingers kannst du deinen Magen und Darm unterstützen. Falls du Bauchschmerzen, Verstopfung oder ein Blähgefühl hast, kannst du deinen Zeigefinger von unten nach oben für etwa 1 Minute massieren. Der Mittelfinger steht für Disziplin und Erregung. Durch eine Massage des Mittelfingers kann der Magen beruhigt werden. Der Ringfinger kann zur Entspannung massiert werden. Die Massage dieser Finger soll auch bei Augenproblemen helfen. Mit dem kleinen Finger können Kopfschmerzen und Verspannung im Nacken gelindert werden. Du kannst beide kleine Finger ca. 1 Minute massieren. Der Schmerz sollte anschließend nachlassen. Wie unterstützt Reflexologie Nieren, Leber, Milz und Gallenblase? Nun, vereinfacht dargestellt befindet sich in der Mitte der Hand die Reflexzone für die Mitte deines Körpers. Auf der Landkarte der Reflexologie befinden sich Leber und Nieren genau in der Mitte der rechten und linken Hand. Du kannst diese Zone massieren, wenn du Probleme mit den Nieren oder Harnwegen hast. Zudem kannst du durch eine Massage der Handmitte deine Leber aktivieren. Diese ist unter anderem dafür verantwortlich, deinen Körper zu entgiften, dein Immunsystem zu regulieren und wichtige Nährstoffe zu speichern. 1 Zentimeter Richtung Handkante befindet sich eine weitere Reflexzone für ein Organ, das eng mit der Leber zusammenarbeitet. Dieses ist die Gallenblase. In der Gallenblase wird die Gallensäure gebildet, die für die Verdauung von Fetten wichtig ist. Dieser Punkt befindet sich nur an deiner rechten Hand. An der linken Hand reguliert diese Reflexzone die Milz, die geschädigte Blutzellen abbaut. Circa 1 Zentimeter über der Handmitte befindet sich die Reflexzone für deinen Solarplexus. Der Solarplexus ist auch als Sonnengeflecht bekannt, da er verschiedene Fasern und Knoten des vegetativen Nervensystems vereint. Er ist unter anderem für die Informationsübertragung zwischen Verdauungsorganen und Hirnstamm verantwortlich. Die Reflexzone für das Herz liegt in der linken Hand ca. 1 Zentimeter unter dem Ringfinger.
Eine Massage dieser Zone soll nicht nur Herz- und Kreislaufbeschwerden entgegenwirken, sondern auch das Tor zur Liebe öffnen. Ob das wirklich funktioniert, ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Ein Selbstversuch kann aber nicht schaden. Die Reflexzone für die Lunge liegt direkt unter den vier dreigliedrigen Fingern und ist ca. 1 cm breit. Eine Massage dieser Zone kann helfen, freier und tiefer zu atmen. Bei Atemwegsbeschwerden sollte diese Zone und die Reflexzone für die Nase massiert werden. Die Reflexzone für die Nase liegt bei beiden Händen an der Außenseite des Daumens auf der Höhe des Fingernagels. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.